Vegane Schokokrossis schmecken nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu allen anderen Anlässen. Ihr benötigt 70 Gramm Cornflakes, 100 Gramm Mandelsplitter, 100 Gramm Spekulatius, 300 Gramm Zartbitterschokolade sowie je etwa einen Teelöffel Kokosöl und Zimt. Zunächst werden die Mandelsplitter ohne Fett in einer Pfanne leicht gebräunt. Während des anschließenden Abkühlens könnt ihr den Spekulatius in kleine Stücke brechen und die Schokolade zerkleinern. Dann werden Schokolade und Kokosöl zusammen unter Rühren im Wasserbad geschmolzen. Sobald das geschehen ist, gebt ihr die anderen Zutaten hinzu und rührt so lange, bis alles bedeckt und gut verteilt ist. Mit einem Esslöffel entnehmt ihr die Schokokrossis dann aus der Schüssel und lasst sie auf einem vorbereiteten Brett bei Zimmertemperatur oder auch zur Not im Kühlschrank erkalten. Schon seid ihr fertig. Guten Appetit!